Liebe überwindet alle Grenzen. Für Scheidungen gilt das leider nicht. Was passiert mit den Kindern, wenn sich Ehepartner aus zwei verschiedenen EU-Ländern trennen? Europal TV hat eine Mutter im deutsch-französischen Grenzgebiet getroffen, die sich nach der Trennung hilfesuchend ans Europäische Parlament gewendet hat. Wie bitte? Nous sommes devant la maison dans laquelle j'ai habité avec mes enfants pendant plus de 3 ans. Et où nous étions au moment où leur papa les a gardés il y a un an et demi, donc le moment de leur disparition. Saint-Louis. Der Name der Stadt kommt vom Sonnenkönig, nur eine Viertelstunde ist es zur französischen Grenze. Die Saar-Region gibt sich heute europäisch. Doch im Detail ist die Völkerfreundschaft nicht immer einfach. Die Französin Marie Gallimard Geiss verbrachte hier 4 nicht sehr glückliche Ehejahre. Als die Verbindung in die Brüche ging, wurde der Mutter das Sorgerecht für die beiden kleinen Kinder zugesprochen. Ihr deutscher Ex-Mann sollte Sohn und Tochter lediglich am Wochenende zu sehen bekommen. Nach einem solchen Besuchswochenende ließ der Vater die Kinder nicht wieder zur Mutter. Die Begründung, weil die Mutter Französin sei, bestehe die Gefahr, dass sie die Kinder in ihr Heimatland entführe. Damit wären sie dem Zugriff der deutschen Behörden und letztlich auch des Vaters entzogen. Il a gardé les enfants le week-end suivant lors des visites et il a dit au juge que puisqu'il y avait une plainte contre moi, je risquais d'avoir peur et de m'enfuir avec les enfants, donc d'enlever les enfants effectivement. Et aussitôt, le juge lui a transféré le droit de garde, en urgence, sans audience, sans rien vérifier. Das war im September 2010. Seitdem hat Marie Gallimard Geiss ihre beiden Kinder, die jetzt 6 und 8 Jahre alt sind, so gut wie nicht mehr wiedergesehen. Bien qu'il n'y ait aucune interdiction du juge, je ne peux pas approcher mes enfants sans que on appelle la police. C'est-à-dire que mes enfants me voient la dernière fois qu'ils m'ont vu, brièvement, ils m'ont vu et ensuite ils ont vu la police arriver à cause de moi. Donc psychologiquement, c'est une catastrophe. Grundsatzentscheidungen werden vom Jugendamt vorgenommen, einer Behörde, die in Frankreich und den meisten anderen europäischen Staaten keine Entsprechung kennt. Das Jugendamt, nach seiner Verfassung allein dem Wohl des Kindes verpflichtet, entscheidet häufig im Eilverfahren. Für Marie Gallimard Geiss heißt das, entschieden wird schnell, der Einspruch gegen solche Entscheidungen kann dagegen sehr lange dauern. Là, dans mon cas, eh bien, j'ai une décision qui est tombée en urgence. J'ai été obligée d'ouvrir toute une nouvelle procédure. Ça dure maintenant déjà 1 an et demi et il n'y a toujours pas de réponse. C'est-à-dire que le père, aujourd'hui, a toujours un droit de visite, un droit de garde provisoire. Der Entführungsvorwurf liegt schwer, aber es hat ja keine Entführung stattgefunden. Und der Verdacht, dass eine stattfinden könnte, gründet sich in erster Linie auf die Tatsache, dass die Mutter keine Deutsche ist. Trotz mehrerer Anfragen konnte man uns weder hier beim zuständigen Jugendamt noch bei der vorgesetzten Regierungsstelle sagen, was getan wird, um zu verhindern, dass der Entführungsvorwurf missbraucht wird. Marie Gallimard Geiss sieht in ihrem Fall grundlegende europäische Rechtsnormen verletzt und fragt sich, ob Europa hier nicht versagt. Un dysfonctionnement de l'Europe dans le sens où l'Allemagne applique certaines façons de faire qui sont répréhensibles au regard du droit européen. Je pense en particulier aux droits fondamentaux, la présomption d'innocence, par exemple, le droit de libre circulation des personnes, le droit à un procès équitable, l'interdiction de discrimination. Für Marie Gallimard Geiss ist der Kampf gegen den Entzug ihrer Kinder zum Lebensinhalt geworden. Sie hat Petitionen geschrieben ans Europäische Parlament und ans französische Abgeordnetenhaus. Sie hat sogar einen Verein gegründet und hofft doch in erster Linie darauf, dass ihr ein deutsches Gericht das Sorgerecht an ihren Kindern wieder zurückgibt. Je n'ai aucun travail. J'ai tout arrêté pour m'occuper de mes enfants, ou plutôt d'essayer de récupérer mes enfants. Tout ce que je fais, c'est pour eux.